Der Bergdoktor ist zurück und ich weiß, viele von euch da draußen lieben dieses Format. Und der Mann, der heute zu Gast ist, ist seit Anfang an dabei. Er spielt Hans Gruber. Herzlich willkommen, Heiko Ruprecht. Wie geht's dir und wo bist du? Danke für die Einladung. Mir geht's gut. Ich bin hier in der Nähe von München in meiner Wohnung und freue mich, bei dir zu sein. Heute geht's zwar noch zum Wilden Kaiser, aber jetzt bin ich erstmal hier. Das freut mich sehr. 16. Staffel, 8 neue Folgen gibt's in der ZDF-Mediathek nach und nach. Natürlich gibt's immer donnerstags um 20.15 Uhr im Fernsehen. Hättest du damals, als das erste Mal jemand auf dich zukam mit dem Bergdoktor, gedacht, dass das über 2, 3 Staffeln hinausgeht? Nein. Nein, wirklich nicht. Also wir kneifen uns manchmal wirklich und denken, das kann nicht wahr sein, dass wir jetzt schon in der 16. Staffel sind und nächstes Jahr wahrscheinlich auch wieder weiterdrehen werden. Also das ist ein absoluter Hammer und daran war überhaupt nicht zu denken und zu glauben. Ich dachte, ja, das mache ich jetzt vielleicht mal 1, 2 Jahre und dann wird sich was anderes ergeben oder dann wird es wahrscheinlich eingestellt werden, wie viele andere Serien vor uns, wie auch immer. Also daran war nicht zu denken und wir sind sehr glücklich darüber, dass die Leute offenbar immer noch berührt sind von unseren Geschichten. Und das nimmt ja auch immer weiter zu. Ich weiß noch, als ich das erste Mal damals vor 16 Jahren gehört habe, der Bergdoktor, habe ich gedacht, naja, mit dem Titel ist es vielleicht nicht ganz was für mich. Aber dann jedes Jahr, dann wurde es immer größer. Ihr habt mittlerweile so viele Menschen vor den Geräten zu sitzen. Und natürlich auch, ihr macht so Fantage, die sind völlig out of world, ne? Ist wirklich out of world. Das kann man wirklich so sagen. Das ist der absolute Hammer. Da kommen teilweise 1000 Leute oder noch mehr an den Wilden Kaiser und kommen letztendlich wegen uns dorthin. Und wir sind dann irgendwie auf einem riesen Heuballen, haben eine Bühne aufgebaut und versuchen dann ein bisschen lustig zu sein und mit den Leuten zu quatschen und sie zu fragen, was sie wissen wollen und versuchen da Fragen zu beantworten und ein bisschen Quatsch zu machen und wenn es möglich ist, dann auch Autogramme und Fotos und so weiter, auch wenn das bei der Menge der Leute manchmal dann nicht ganz möglich ist. Aber wir geben unser Bestes und sind jedes Mal extrem bewegt und berührt von dem, was wir offensichtlich bei den Leuten auslösen, weil sonst würden sie ja nicht kommen und wären nicht so interessiert und so neugierig, uns auch mal privat zu erleben. Und da versuchen wir, so viel wie möglich davon zu geben, was sie sich vielleicht da vorstellen, die Menschen. Also sie sehen alle sehr, sehr glücklich aus. Und ich denke, auch bei der neuen Staffel werden viele sehr glücklich sein. Jetzt sind wir direkt am Start. Aber was kannst du uns vielleicht schon verraten? Wie geht's denn weiter mit Hans? Hat er ein paar gute Zeiten vor sich oder wird's dramatisch? Ich würde sagen, es wird eher dramatisch. Also das sage ich jetzt nicht nur so dahin, aber es wird, glaube ich, wirklich eine besonders spannende Staffel, weil man darf natürlich noch nicht zu viel verraten. Ich möchte auch nicht spoilern, aber ein bisschen was kann man, glaube ich, schon verraten, indem ich sagen darf, dass die Vergangenheit der Familie Gruber und der Gruber-Brüder nochmal auf andere Weise Einzug hält in die Geschichte und eine ganz neue, nicht ganz unkomplizierte Dimension unserer Familiengeschichte hinzufügt. Und also da geht's nochmal richtig ans Eingemachte. Und ich glaube, da werden die eingefleischten Fans und auch die neu dazukommen oder in den letzten Jahren dazugekommen sind, die werden schon noch mal schlucken müssen, was da alles zutage kommt. Ja, gleich am Anfang der neuen Staffel gibt es ja so einen Moment, da stehen die beiden Brüder sich gegenüber und du sagst eben zum Bergdoktor, hast du noch Zeit auf ein Wein oder ein Glas, nur wir beide? Und er so, eigentlich nicht. Und du so, ja, okay, dann vielleicht morgen oder irgendwann. Und dann will er gerade gehen, Hans Siegel guckt zu dir und sagt, ich werde dir helfen, so gut ich kann, Hans. Und ich habe den Eindruck, das ist so ein bisschen schon so ein bisschen Foreshadowing, die Brüder müssen zusammenrücken in dieser Staffel, ne? Auf jeden Fall. Also es beginnt zumindest so, dass die Brüder wirklich versuchen, an einem Strang zu ziehen und das auch tun. Und das kennt man ja auch von den Brüdern, dass sie das immer wieder dann auch hinkriegen nach allen Krisen. Und das ist auch so, dass es natürlich, der Hof ist wie immer relativ gefährdet. Und deswegen gibt es natürlich eine Notwendigkeit, dass die Brüder an einem Strang ziehen. Und das beginnt also versöhnlich und konstruktiv. Wir werden sehen, ob es so bleibt. Lass uns mal zurückspringen in das schöne Jahr 1997. Ich möchte wissen, was fühlst du, wenn du an das Stadttheater Ulm denkst? Ach, Stadttheater Ulm, das ist lustig, da habe ich gerade letztens wieder mal dran gedacht. War eine aufregende Zeit. Das war eine unheimlich aufregende Zeit, weil es ja meine ersten Theaterjahre waren und überhaupt meine ersten Jahre in dem Beruf.
Und ich hatte das Glück, dass ich da in Ulm gleich von Anfang an große Rollen spielen durfte. Clavigo von Goethe und Orsino in Was ihr wollt von Shakespeare und in Black Rider den Wilhelm, also in dem Musical von Tom Waits, eine der Hauptrollen und solche Dinge. Und hatte da also gerade gleich richtig Herausforderungen vor der Brust und war natürlich aber auch begeistert, dass ich da gleich richtig loslegen darf. Und das war eine Zeit von großer Energie und Überforderung teilweise auch. Und das ja, habe ich in guter Erinnerung und war so ein Start, wo man sozusagen nicht lange nachdenken, nicht lange fackeln konnte, sondern einfach loslegen und auf dieser großen Bühne vor 800 Leuten dann einfach machen und mal gucken, was funktioniert. Und dann macht man es beim nächsten Mal ein bisschen anders und Learning by doing und rein ins kalte Wasser. Das ist jetzt 25 Jahre her. Hast du noch eins der ersten Bücher? Hast du die noch mit Text und allem oder hast du es alles unauffällig verschwinden lassen über die Jahre? Ich glaube, diese ersten Bücher habe ich tatsächlich jetzt langsam mal verschwinden lassen. Bei dem dritten oder vierten Umzug habe ich sie dann doch mal. Man nimmt es dann immer wieder in die Hand und denkt sich, boah, ja, das sind Erinnerungen drin. Und irgendwann bin ich dann aber doch der Typ, der das dann abstoßen möchte und die Erinnerungen bleiben. Aber die Hardware, die darf dann auch mal verschwinden. Jetzt könnte man ja meinen, schade, jetzt hat der liebe Heiko gar keine Zeit mehr fürs Theater. Aber das stimmt ja gar nicht, denn du bist mit deinem Soloprogramm Die Geister, die ich rief, seit Oktober 2015 immer mal unterwegs. Was machst du da? Weil man könnte ja meinen, da geht es um was Gruseliges. Aber ich glaube, gruselig wird es da gar nicht, ne? Nein, also erstens ist es kein Soloprogramm, sondern ich mache das zusammen mit einer wunderbaren Musikerin, einer Harfenistin namens Veronika Ponzer. Und Die Geister, die ich rief, ist kein gruseliges Programm, wobei die Geschichten teilweise schon ein bisschen gruselig sind. Aber sie sind von Goethe und Schiller und es handelt sich um die berühmten Balladen Der Taucher oder Der Erlkönig und ja, also die Bürgschaft zum Beispiel, also einiges von denen kennt man. Und das ist ein Steckenpferd von mir schon seit der Schauspielschule und das mache ich immer wieder zusammen mit dieser wunderbaren Musikerin. Und da ziehen wir durch die Lande und das ist ja ein musikalisch-literarisches Programm, was ich mache und was mir groß sehr am Herzen liegt, genauso wie ein Sonetteabend von Shakespeare. Das heißt, dann vergleiche ich dich mit einem Sommertag. Das ist auch ein ähnliches Programm, wo ich sozusagen versuche, den Spagat zwischen E und U, wie es ja so schön in Deutschland heißt, hinzukriegen und meinen Leidenschaften auch zu frönen und die Leute, die vielleicht teilweise dann auch nur reinkommen in die Veranstaltung, weil sie mich vom Bergdoktor kennen und die dann hinterher im besten Fall sagen, boah, das sind ja richtig spannende Geschichten, das hätte ich ja gar nicht gedacht, ich hatte so ein bisschen Sorge, ob ich das alles verstehe, diese schwere Sprache und so. Und das ist dann das größte Glück und das größte Kompliment, wenn die Leute dann sowas hinterher sagen und das ist so ein bisschen mein Versuch, Menschen auch für die tolle Literatur, für die alte, für die klassische Literatur zu begeistern und ihnen klarzumachen, dass das Geschichten sind, die heutig sind, die uns auch heute noch erreichen, berühren und begeistern können. Und wenn mir das gelingt oder uns das gelingt, ist das ein großes Glück. Der Erlkönig, ich weiß noch, war einer der wenigen schönen Deutschunterrichtsstunden, weil es wirklich, wer es nicht gelesen hat oder gar nicht kennt, googelt es, lest es. Es ist ein Thriller in Gedichtsform. Ist richtig, richtig abgefahren. Absolut. Ich nehme an, die Frage, die du über das Jahr hinweg am häufigsten hörst, ist, wie lange bist du denn noch beim Bergdoktor dabei? Und jetzt weiß ich, dass die hier zusehen, natürlich auch interessiert sind. Nicht, dass du darauf antwortest, sondern gibt es überhaupt diesen Gedanken in deinem Kopf? Ist da ein Ende in Sicht oder ist das einfach mittlerweile so schön, dass man sagt, du, solange es geht, geht's? Ja, ich meine, der Gedanke ist natürlich immer mal wieder im Kopf, weil irgendwann wird es vorbei sein. Also irgendwann wird es aus dem einen oder dem anderen Grund vorbei sein. Das ist nun mal so, das liegt in der Natur der Sache. Aber im Moment ist daran noch nicht zu denken und auch ist auch überhaupt nichts in dieser Richtung geplant. Weder von Produktions-ZDF-Seite noch von meiner Seite. Und trotzdem gibt es den Gedanken immer mal wieder. Aber es ist, ich habe da letztens ein bisschen drüber nachgedacht, es ist so eine Mischung aus es ist ja auch irgendwo nach diesen vielen Jahren, wo die Leute einschalten und uns zuschauen und wo wir den Leuten offenbar wirklich was bedeuten,
hat man da schon auch eine Verpflichtung. Also ich fühle da eine richtige Verpflichtung und Verantwortung auch der Geschichte gegenüber, meiner Figur gegenüber und dem, was die Leute da irgendwie erwarten oder die Tatsache, dass sie uns so lange begleiten und ihnen das so viel bedeutet. Da ist so eine gewisse Verantwortung vorhanden. Und gleichzeitig auf einer anderen Ebene ist es natürlich auch eine Rolle, die ich spiele und wo ich, wie in jeder anderen Rolle, die ich spiele, ob sie im Theater oder vor der Kamera ist, mit möglichst großer Genauigkeit, Präzision und auch einem hohen Anspruch an die Sache rangehe. Und das bleibt ja manchmal so ein bisschen vielleicht aus dem Fokus, dass ich auch während eines Bergdoktorjahres durchaus andere Rollen spiele, sei es im Theater oder in einem anderen ZDF-Krimi oder auch mal in der ARD oder sonst wo. Und auch diese gehe ich genauso mit der großen Ernsthaftigkeit an. Aber wie gesagt, das Einzigartige beim Bergdoktor ist eben, dass das schon eine große Schar von Menschen ist, denen das über Jahre so viel bedeutet hat. Und da gibt es eine gewisse Verantwortung, ja. Letzte Frage. In den Bergen ist es ja oft kalt. Hast du dich gut arrangieren können mit der Kälte über die letzten 16 Staffeln? Ja, damit kann ich mich ehrlich gesagt oft schwer arrangieren. Ich bin eine ziemliche Frostbeule, das wissen meine Kollegen gut und da lachen sie auch manchmal drüber. Vor allem, wenn wir Winterspecials gedreht haben, wo man dann wirklich viele Stunden in der Kälte steht. Und beim Drehen ist es ja leider so, dass man sich wenig bewegt, sondern viel steht und viel wartet auch zwischen den Takes. Und ich bin ja eigentlich ein sportlicher Typ und liebe auch Wintersport und so, weil sobald ich mich bewegen kann draußen in der Natur, beim Langlaufen, Skifahren, Eislaufen oder sonst was, ist alles gut. Aber wenn ich stehen und warten muss, dann wird es bei mir bitter und da habe ich nach wie vor noch nicht das Patentrezept gefunden, das zu verhindern. Aber ich komme durch. Die 16. Staffel des Bergdoktors ist endlich da. 8 neue Folgen gibt es in der ZDF-Mediathek und im TV immer donnerstags 20.15 Uhr und seit Anfang an dabei und glücklicherweise immer noch als Hans Gruber. Heiko Ruprecht, vielen Dank für deinen Besuch in der Web-Talk-Show. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Ehre und hat Spaß gemacht. Danke dir. Dankeschön und vielen lieben Dank, dass du die Einladung wahrgenommen hast. Und du hast jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal unbedingt sagen wolltest, Heiko. Und heute ist der Tag. Du hast aber noch ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Und für euch da draußen gilt, wenn ihr denkt so, oh, der Bergdoktor, meine Oma oder mein Opa haben das gerne geguckt. Es hat einen Grund, dass diese Serie seit 16 Jahren am Start ist. Und auch wenn ihr jetzt denkt, das ist ja schon gar nicht so lang, ne, weil die Simpsons zum Beispiel gibt es seit über 30 Jahren, überleg mal, wie viele Serien aus Deutschland es gibt, die 16 Staffeln geschafft haben. Und da kann ich euch sagen, viele sind es nicht, viele sind es nicht. Schaut mal rein, wir sehen uns morgen. Wie jeden Abend zur Web-Talk-Show. Mein Name ist Nico Gutier. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Heiko Ruprecht. Bis dann. Ja, da möchte ich zitieren einen wunderbaren Schriftsteller, einen iranisch-deutschen Schriftsteller namens Navid Kermani. Dessen neues Buch hat den Titel »Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen«. Und ich denke, das ist was man sich fürs neue Jahr auch vielleicht vornehmen kann in diesen Zeiten, wo es ja auch bei uns in der Gesellschaft manchmal ganz schön ruckelt und knirscht und auch in den privaten Beziehungen. Und ich persönlich wünsche mir das jedenfalls fürs nächste Jahr, dass möglichst viele von da, wo sie sind, einen Schritt näher kommen mögen. Ich versuche es jedenfalls auch.